Hallo an alle. Wie schnell doch so ein Monat vergeht. Schon wieder Zeit für den nächsten Rückblick. Juni, das ist für mich als Landschaftsfotograf meistens der Monat, mit dem das Sommerloch beginnt. Da tut sich nicht mehr viel in der Natur, es ist einfach grün. Und die Sonne geht unerträglich früh auf. Es fehlt oft einfach die Motivation rauszugehen. Aber ich wusste ja, ich muss wieder ein Video zustande bringen. Und immerhin war mir auch das Wetter wohlgesonnen. Jetzt ist also Sommer, die Jahreszeit, zu der ich besonders dankbar bin für meine Wohnlage hier im Schwarzwald-Hochtal. Hier war zum Beispiel die Hitzewelle um die Monatsmitte gut zu ertragen. Es gab maximal 28 Grad tagsüber und immer angenehm kühle Nächte. Ich habe immer entspannt geschlafen. Und ansonsten gab es auch schön viel Abwechslung beim Wetter. Viele Gewitter und jetzt ist ja gerade die Siebenschläferzeit, das bedeutet, es kann gut sein, dass es so weitergeht. Ich hätte nichts dagegen. Diese ganz heftigen Entwicklungen, die müssen jetzt nicht mehr unbedingt sein. Sowas wie in Stuttgart hat uns hier zum Glück nicht getroffen und ja, ich kann auch gut drauf verzichten. Ich habe mir sagen lassen, dass man mit Shopping-Videos bei YouTube ganz gut Aufmerksamkeit generieren kann. Deshalb mache ich jetzt auch wieder mit diesem Teil weiter, der auch schon im letzten Monat dabei war. Diesmal natürlich mit keiner so spektakulären Anschaffung wie dieser Vollformatkamera. Aber ich habe doch meine Fotoausrüstung mit ein paar neuen Teilen erweitert. Zum Beispiel besitze ich jetzt nach 15 Jahren Fotografieren erstmals endlich einen richtigen Fotorucksack, wo alles bequem Platz hat. Und ich habe mir sagen lassen, What's in my bag Videos kämen auch gut an, aber ich glaube, dafür ist meine Fotoausrüstung bis jetzt doch noch zu unvollständig. Obwohl jetzt ein weiteres essentielles Teil dazugekommen ist. Das hier. Super spannende Lektüre. Die Naturschutzgebiete im Regierungsbezirk Freiburg. Was ich da schon entdeckt habe an Motiven, die dieses Jahr vielleicht nicht mal in Frage kommen, aber dafür im nächsten. Dafür hat es sich mehr als ausgezahlt. Und für ein Objektiv hat es dann auch noch gereicht, und zwar für dieses hier. Ein Sigma 105mm Makro. Ich bin jetzt nicht so der große Makrofotograf, aber das ist für mich kein spezialisiertes Objektiv, sondern ein extrem vielseitiges. Ich kann es einsetzen zum einen für Makroaufnahmen, zum anderen als Festbrennweite für hochauflösende Panoramen. Und dann hat es auch noch einen Blendenring. Das heißt, es passt auch an die alte Analogkamera und passt sehr gut in die Lücke zwischen 50 und 200 mm. Mein Lieblingsbild des Monats ist, wie üblich, hier im Hintergrund zu sehen. Dieses Bild habe ich rausgesucht, repräsentativ für einen ganzen Tag. Den ersten Sonntag des Monats, den 6.6. Und da war einfach perfektes Wetter. Bessere Verhältnisse kann man sich nicht wünschen. Den ganzen Tag tiefe, aufliegende Wolken mit Nieselregen. Das Motiv, das man auf diesem Bild sieht, sind die Günterfelsen, eine Felsformation im mittleren Schwarzwald bei Furtwang. Da war ich im Winter schon gewesen und habe auch Bilder gemacht, auch bei aufliegenden Wolken, und ich war ziemlich unzufrieden mit den Ergebnissen und habe mir gedacht, also hier gute Bilder zu machen, das wird ganz schwierig. Und dann war ich an diesem Sonntag im Juni unterwegs in der Nähe im Schwarzenbachtal bei Schönwald und habe auf dem Rückweg gedacht, so, diese Günterfelsen, die liegen jetzt quasi am Weg, jetzt probiere ich es mal, vielleicht geht was. Und dann ging was. Im Winter ist es dort tatsächlich schwierig. Aber im Sommer, beziehungsweise eigentlich war es noch Frühling, frisches Grün an den Bäumen, da wird dieses Gebiet plötzlich zum absoluten Fotoparadies, wenn man die richtigen Verhältnisse eben hat mit den aufliegenden Wolken. Ich habe diese Felsformation einmal komplett umrundet und stundenlang Fotos gemacht und konnte gar nicht genug kriegen. Es hat einfach perfekt gepasst. Bessere Verhältnisse kann man sich dort definitiv nicht wünschen. Ich möchte euch gern eine Aufnahme zeigen. Nicht aus diesem Monat, auch nicht aus diesem Jahr. Das hier ist ein Bild von 2007. Man sieht den Aussichtspunkt Dornecker Höhe über dem Titisee, der da unter dem Nebel liegt. Das war einer meiner Lieblingsplätze in meiner ersten Hochschwarzwälder Zeit. Aufgenommen habe ich das mit einer Kompaktkamera aus der Anfangszeit der Digitalfotografie, dreimatschige Megapixel. Und diesen Aussichtspunkt habe ich in diesem Monat wieder besucht.
jetzt mit Vollformat 36 knackscharfe Megapixel. Und das hier war von der Aussicht noch übrig. Traurige Angelegenheit. Ich hatte sogar zusätzlich noch die Drohne dabei. Ich konnte in die Luft ausweichen und doch noch ein Bild machen, auch wenn das Licht jetzt eher suboptimal war. Aber das ist alles kein Ersatz für einen verlorenen Lieblingsplatz. Also das war schon einer der traurigsten Momente dieses Monats für mich. Kommen wir wieder zu den erfreulicheren Dingen. Auch diesen Monat hatte ich einen Lieblingsplatz, wo es mich immer wieder hingezogen hat. Und zwar den Orchideenwald im Naturschutzgebiet Deckenreuschen-Rauschach. Hier, bei Hüfingen. Und dieses Gebiet ist bekannt für seinen Orchideenreichtum. Und da gibt es auch einen Lehrpfad. Da wird einmal so eigentlich alles auf dem Silbertablett serviert. Orchideen am Wegrand mit Hinweisschildern, also man kann überhaupt nichts verfehlen. Und besonders attraktiv war natürlich der Frauenschuh, der gerade angefangen hat zu blühen, als ich das erste Mal dort war, und immer mehr geworden ist, als ich das zweite und dritte Mal dort war. Und ich werde bestimmt nicht das letzte Mal dort gewesen sein, denn es kommen gerade noch mehr Orchideen zum Vorschein. Folgerichtig gibt es auch diesen Monat natürlich wieder eine Kategorie Blume des Monats. Aber nein, es ist nicht der Frauenschuh. Ich habe hier buchstäblich vor der Haustür Fuchsknabenkraut, und zwar einen ziemlich großen Bestand. Und die habe ich entdeckt ohne Naturschutzgebiet, ohne Lehrpfad, ohne Hinweistafeln. Die sind einfach da. Und es macht einen Riesenspaß, solche Motive direkt vor der Haustür zu haben, an denen ich womöglich letztes Jahr noch achtlos vorbeigegangen wäre, weil ich nicht gewusst hätte, was es ist. Mittlerweile habe ich zum Glück gelernt, genauer hinzuschauen. Wie gesagt, im Juni geht die Sonne einfach unverschämt früh auf. Und da kann man sich nicht jeden Tag den Wecker stellen, weil man manchmal auch ausgeschlafen zur Arbeit antreten will. Und dann hat mich an diesem Morgen ein Wadenkrampf aus dem Schlaf gerissen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist eine sehr unangenehme Angelegenheit. Aber wo ich schon wach war, habe ich aus dem Fenster geschaut, da war Nebel. Und da bin ich sofort losgefahren und habe den Sonnenaufgang selber zwar verpasst, aber den Nebel noch mitgenommen. Und dieser Wadenkrampf hat sich als echter Glücksfall erwiesen. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt öfter Glücksfälle dieser Art, aber den habe ich doch gern genommen. Ein Thema, das diesen Monat ja praktisch ständig präsent war, das waren Gewitter. Und Gewitter sind bei Landschaftsfotografen durchaus beliebt, weil sie schon recht fotogene Strukturen hervorbringen können, besonders wenn sie so als Front auftreten. Und als ich zum Beispiel dieses Gebilde hier links unten auf dem Radarbild gesehen habe, das auf mich zukam, habe ich gedacht, wow, perfekt. Und was über dem Schwarzwald dann noch übrig geblieben ist, war na, gar nichts. Der Schwarzwald schafft es mit seiner Topografie immer wieder, selbst die schönsten Gewitterlinien einfach komplett zu zerlegen. Und an diesem Abend habe ich dann gedacht, hat keinen Sinn, hier Gewitter fotografieren kann man voll vergessen. Und dann bin ich am nächsten Tag, eigentlich eher zufällig, auf dieses Gebilde direkt zugefahren. Und das hat dann für alles entschädigt. Und mir ist hier sogar ein echtes, authentisches Stormchaser-Foto gelungen, wie es die Profis in den USA immer machen. Mit Straße, mit Scheune, mit Stromleitung und sogar mit einem Pickup-Truck, der da so hinter der Scheune ein bisschen zu sehen ist. Also ich finde, mehr Texas geht nicht. Jetzt möchte ich euch noch eine sensationelle Aufnahme präsentieren. Hier. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Naja, ein Bach im Wald, wo ist da das Besondere? Na, das ist nicht irgendein Bach, das ist die Mauchach. Ich weiß, was ihr jetzt denkt, muss man die kennen. Ja, zugegeben, die kennen eigentlich nur die Einheimischen, aber die kennen sie eigentlich nur ausgetrocknet. Meistens führt die überhaupt kein Wasser, und diesmal haben so mehrere schwere Gewitter und Starkregenereignisse dazu geführt, dass dieser Bach ausnahmsweise Wasser führt. Und dann muss man an diesen Bach auch erstmal rankommen. Denn der Wanderweg am Bach entlang sieht im Sommer so aus. Und das ist ein repräsentatives Bild für den ganzen Uferbereich. Also dieses Bild hier, das bekommt man nicht so ohne weiteres. Okay, ihr seid nicht überzeugt. Wie wäre es mit diesem hier? Was man auf diesem Bild sieht, das ist das Zastlertal.
eine der abgelegensten und wildesten und alpinsten Ecken im Südschwarzwald, weit weg von der nächsten Parkmöglichkeit und noch viel weiter vom öffentlichen Verkehr. Und diese Aussicht, die hier zu sehen ist, die erreicht man nur über Trampelpfade, die auf den meisten Wanderkarten überhaupt nicht eingezeichnet und auch kaum zu erkennen sind. Und von dieser Aussicht habe ich auch noch kein einziges sonstiges Foto im Netz gefunden. Also vielleicht überzeugt euch ja das als Rarität des Monats. Was bisher auch noch rar ist, sind Videos auf diesem Kanal hier. Bisher immerhin 3 Stück. Ich hätte gern mehr gemacht in diesem Monat, aber es ist natürlich auch eine Zeitfrage. Es werden auf jeden Fall noch mehr kommen und ich habe eine lange Liste von Themen. Aber immerhin sind durch diese 3 Videos schon 8 Abonnenten zusammengekommen. Herzlich willkommen, vielen Dank und freut mich, dass ihr da seid. Und es gab auch immerhin 16 Likes für diese 3 Videos, gar nicht so schlecht. Und es gab 17 Dislikes. Gut, knapp die Hälfte davon ist innerhalb von wenigen Minuten zusammengekommen, jeweils 4 Dislikes für meine ersten beiden Videos. Seltsamer Zufall. Aber grundsätzlich finde ich das okay, also meine Videos müssen nicht jedem gefallen. Ich weiß selber, dass die noch alles andere als perfekt sind, ich stehe noch ganz am Anfang. Also bei Licht und Ton gibt es noch ziemlich viel Optimierungspotenzial und meine Sprache klingt nach Linse mit Spätzle und Säurewürstel und das ist mir alles bewusst. Und wenn euch das nicht gefällt, okay, gebt einen Daumen runter, klickt weiter zum nächsten Video. Kann ich damit leben. Aber wenn ihr inhaltlich was auszusetzen habt, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das mitteilt. Einer der Gründe für mich, diesen Kanal zu starten, das waren diese vielen Fotografenkanäle, die oft nur Halbwissen verbreiten oder manchmal einfach keine Ahnung haben, wovon sie eigentlich reden, aber so viel Charisma und Selbstbewusstsein haben, dass ihre Fans sie trotzdem anhimmeln und ihnen alles abnehmen, was sie erzählen. Und diesen Kanälen wollte ich gern was entgegensetzen, indem ich wirklich nur von Dingen rede, von denen ich wirklich was verstehe. Also wenn ich irgendwo Blödsinn erzählt habe, ja, dann sagt mir das bitte. Natürlich, ich habe auch meine Meinungen und über die kann man sich streiten, aber ja, wenn ihr eine andere Meinung habt, dürft ihr mir das auch sagen. Also bei mir darf jeder gerne kritische Kommentare schreiben. Auch du, Pavel Kaplun, auch wenn du mich geblockt hast für einen kritischen Kommentar. Und natürlich dürft ihr auch gerne schreiben, was euch gefällt. Also wie gesagt, ich stehe ganz am Anfang. Ich bin dankbar für jedes Feedback. Ich habe auch nur durch kritisches Feedback richtig fotografieren gelernt. Gut, das wäre es fürs Erste gewesen, was ich zu dem Thema zu sagen hätte. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch viel Vergnügen mit der Bildauswahl dieses Monats.